Außerirdische in den Straßen, umkippende Wolkenkratzer und zu allem Überfluss Raumschiffe am Himmel von Millennium City. Es besteht überhaupt kein Zweifel. Dies ist ein Fall für Fatbot, den wohlgenährten Roboter mit finsteren Zauberkräften und einem rot-weiß geringelten Schal. Yep, das ist mein Charakter im Beta-Test des Online-Rollenspiels Champions Online. Den zu erstellen hat ganz schön gedauert, denn schon allein die Wahl der Kampfkunst ist schwierig. Neben der schwarzen Magie gibt's noch viele andere interessante Varianten wie Martial Arts und Telepathie. Und danach bastle ich aus zig Optionen den Körperbau und das Kostüm, bis schließlich das finale Fatbot-Modell steht, inklusive bedrohlich kräftiger Körperhaltung. Oder vielleicht auch lieber Slimbot? Oder sogar Smallbot? Verlockend aber, nee, Fatbot perlt einfach. Anschließend ficht Fatbot im nett inszenierten Tutorial gegen die eingangs erwähnten Aliens, hier gerade in der öffentlichen Quest, an der alle Spieler in der Gegend teilnehmen können. Diese Idee hat Champions Online von Warhammer Online übernommen, aber hey, lieber gut geklaut als schlecht selber erfunden. Das Tutorial-Finale führt Fatbot ins Superhelden-Hauptquartier, wo ein feindlicher Fatbot lauert. Prima, da kann ich gleich mal das Kampfsystem demonstrieren. Mein Held zeigt hier nämlich keine Dance-Moves, sondern feuert Schwarzmagie-Geschosse ab. Die machen kaum Schaden, füllen aber den blauen Balken oben links. Die gesammelte Energie konzentriere ich dann in der vernichtenden Aufladeattacke. Außerdem sollte ich immer in Bewegung bleiben, weil der Feindbot Luftschläge anfordert. Innerhalb des Gebäudes. Na, wurscht. Der Bossgegner hat außerdem seinerseits einen Aufladeangriff im Petto. Wenn er rot leuchtet, verschießt er gleich eine Raketensalve. Um die zu überleben, muss ich blocken. Das spielt in den Gefechten nämlich ebenfalls eine wichtige Rolle. So geht der Gegner schließlich zu Boden, denn es kann nur einen Fatbot geben. Ha, das wollte ich schon immer mal sagen. Schließlich darf Fatbot noch ein Knöpfchen drücken, um das Alien-Mutterschiff vom Himmel zu blasen. Damit ist der Tag gerettet, die Bevölkerung jubelt standesgemäß. Fatbot darf zur Belohnung an diesem Terminal neue Heldenkräfte pauken. Allen voran freilich sein Reisetalent. Auf Eisbahnen surfen? Nah, zu sportlich. Raketenstiefel? Altmodischer Science-Fiction-Kitsch. Ich nehme den Feuerflug. Danach wähle ich mein nächstes Kampfgebiet. So könnte ich auch ins frostige Kanada reisen, entscheide mich aber lieber für die mollig warme Strahlenwüste. Dort kämpft Fatbot dann als fliegende Fackel gegen Atommutanten. Die Quests folgen allerdings überwiegend den 0815-Mustern, erledige dies und sammle jenes. Zum Beispiel soll ich einfach eine bestimmte Anzahl von Mutanten umklopfen oder einen Bossgegner ausschalten, um danach seine Privatatombombe zu entschärfen. Ob Champions Online langfristig motiviert, kann ich nach den wenigen Beta-Spielstunden natürlich noch nicht einschätzen. Originell ist das Superhelden-Rollenspiel aber allemal. Wo kann ich schon sonst als brennender, übergewichtiger Roboter herumfliegen? Deshalb werde ich auch beim Champions Online-Start im September mit dabei sein. Denn wenn die Welt ihn braucht, ist Fatbot stets zur Stelle.